Hallo, ich bin Alex Popp, 28 Jahre alt, spiele Fußball beim VfL Wolfsburg und bin auch Kapitän in der deutschen Frauennationalmannschaft. Fußball spielen habe ich gelernt in Silschede, das ist ein kleines Dörfchen. Und ich bin heute mit meinem Ex-Trainer Horst hier unterwegs. Mein Name ist Horst Rubisch, habe beim FC Pelkum, also einem ganz kleinen Verein, das Fußballspielen gelernt und habe dann das Glück gehabt, noch spät eine Karriere als Profi zu starten und habe dann mit dem HSV 3 deutsche Meisterschaften gewonnen, letztendlich die heutige Champions League gewonnen und ja, bin Nationalspieler geworden. Nach meiner Karriere als Spieler bin ich Trainer geworden und durfte am Ende meiner Karriere als Trainer nochmal die Damen betreuen und das hat für mich eigentlich riesig Spaß gemacht und hat mir auch einiges noch gegeben. Ja, Alex, dann erklär mal, wie das früher bei dir war, wie du, sag mal, als kleiner Furz, da ich jetzt mal angefangen bis Fußball zu spielen. Ich habe tatsächlich mit den Jungs angefangen. Ich war 4 und für mich gab es eigentlich immer nur Jungs, die Fußball gespielt haben. Meine Jungs waren irgendwie für mich alles, muss ich sagen. Ich habe mit denen gespielt, bis ich 13, 14 war in etwa. Was aber auch faszinierend war, ist, also meine Mannschaft hatte nie ein Problem mit mir. Was aber interessant war, war, dass meine Gegner, die waren eher so von wegen, guck mal, die haben Mädchen in der Mannschaft, haben mich total ausgelacht. Die Eltern teilweise auch von den jeweiligen Kindern, weil die es einfach nicht kannten, dass ein Mädchen bei Jungs mitgespielt hat. Ja, und wie man das dann halt so macht, auf dem Platz ist das, was entscheidend ist. Genau und so dann ist es. Hat man die Jungs dann da mal ein bisschen ausgespielt. Man kann es ihnen ja zeigen, ne? Genau, und das habe ich dann getan. Ich habe es spielerisch quasi geregelt sozusagen. Dann waren die Eltern relativ schnell leise, haben akzeptiert, dass ich bei Jungs Fußball spiele. Und die Jungs genauso, wobei die Jungs tatsächlich auf dem Platz eher noch die Sense rausgeholt haben. Und schon mal versucht haben. Mich dann mal umgenietet haben. Also, aber trotzdem stelle ich ja eins fest, Spaß hast du immer gehabt dabei, oder? Absolut, ja. Das ist ja auch ein Anreiz gewesen. Ne? Genau, also ich bin halt auch so, okay, die denken, kann jetzt gar nichts, weil ich ein Mädchen bin, ist ja halt völliger Schwachsinn. Und dann habe ich es denen einfach gezeigt und plötzlich waren alle ruhig auf der Außenlinie. Dann kommen eher die Kommentare von den Eltern, jetzt hau sie endlich mal um. Mhm. Wenn du sowas dann hörst, dann denkst du dir, eigentlich hast du jetzt alles richtig gemacht. Genau so ist es. Ja, gut. Bist du dran gewachsen an der ganzen Geschichte? Auf jeden Fall, ja. Also für mich war es eigentlich nie die Situation, dass ich sage, so, boah, die wollen mir jetzt wehtun und ich muss mich jetzt verkriechen oder sonst was, sondern für mich war es eher so, nö, ich stehe weiter auf und dann zeige ich denen jetzt mal erst recht, wie es auf dem Fußballplatz abgeht und zwar fußballerisch. Hast du das auch weitergegeben an deine Jungs? Ja, absolut. Man hat schon gemerkt, dass die Jungs, sowohl meine als aber auch die der Gegner, das interessant fanden, dass ein Mädchen, die vielleicht gerade umgegrätscht wurde, plötzlich aufsteht, Mund abwischt, macht die Asche aus dem Gesicht und weiter geht's. So, ne? Und das war für die irgendwie kein normales Bild. Und so hat man dann auch gezeigt, dass Mädels klar, erstmal Fußball spielen können und einfach auch selbstbewusst und ehrgeizig wieder aufstehen können. Wie ist das dann weitergegangen? Ganz normal? Jein, könnte man sagen. Also ich musste dann zu den Mädchen wechseln, was ich nicht wollte erst. Für mich war so Mädchen-Frauen-Fußball gar nicht vorhanden eigentlich. Ich war sehr naiv auch früher und habe gesagt, ja, ich bin eigentlich das einzige Mädchen, das gerade bei uns so Fußball spielen konnte. Und war auch tatsächlich kurz davor, auch aufzuhören. Aha. Und wenn mein Trainer und meine Eltern da mir nicht den Arschtritt, sage ich jetzt einfach mal, gegeben hätten, da hätte ich wahrscheinlich tatsächlich aufgehört. Bin aber dann in die Mädchenmannschaft gewechselt und habe dann gesehen, hey, wow. Es geht auch. Es gibt noch andere, die Fußball spielen können. Wie oft der Torwart rauskommt auf 5 Meter, wo du nur hin musst. Ja, auch den so. Wenn du ganz frech bist am Ende und machst den und ziehst die Fußspitze hoch, dann geht er da hin. Aber ich mach zu viel Kraft. Brauchst du gar nicht. Genau so war das. Das reicht, als ich dann gesagt habe, so, ich mach's jetzt selber. Ich trainiere die Frauen-Nationalmannschaft. Da würde mich schon mal interessieren, was ihr so gedacht habt. Das erste Mal, als ihr dann gehört habt, jetzt kommt er. Erstmal war es sehr aufregend,
irgendwie bei uns. Und wir waren alle sehr gespannt tatsächlich, wie es wird. Also Hose voll war nicht? Nein, nee, gar nicht. Also es war eher so viel Interesse, muss ich sagen. Wir waren natürlich auch irgendwie gerade auf so einer Talfahrt. Und dass wir es natürlich dann noch geschafft haben. Mit der Art und Weise, wie du dann einfach bist, sondern ja, offen, ehrlich, wirklich den Weg wieder geebnet quasi, um ja, wieder den Spaß tatsächlich am Fußball wieder zurückzuerlangen. Die Mädels schwärmen heute noch. Ja, das war bei mir auch interessant, weil ich wusste ja auch nicht, wie ich damit umzugehen hatte. Wichtig war für mich eigentlich, dass ihr mich nehmt. Das heißt, dass ihr auf mich zukommt. Du sagst ja, du meintest in dem einen oder anderen Interview, dass du bei uns viel gelernt hast oder mitgenommen hast, was du irgendwie vorher nicht hattest. Es ist eigentlich immer offen gewesen. Und das ist das, was ich versucht habe, von Anfang an euch zu geben und das es mir zurückgegeben hat. Und das waren so diese Dinge nachher auch, wo ich einfach sage, okay, jeder hat gewusst, er darf Fehler machen. Jeder hat gewusst, das reißt ihm keiner den Kopf ab. Und jeder hat genau gewusst, dass wir nur zusammen gut sein können. Ich will es nicht vergleichen und du brauchst es auch nicht vergleichen, weil ihr müsst auf die Frauen gucken, weil ihr seid klasse, ihr seid Weltspitze dabei und die Jungs, das sind die Jungs. Ende. Alex, wie wirst du denn, sag ich mal, wenn du heute so die Zeiten nimmst, Kapitän, Frauennationalmannschaft, wie wirst du denn draußen wahrgenommen, so als Profi? Ja gut, ich laufe natürlich jetzt nicht durch die Gesellschaft und sage, huh, ich bin's. Du bist ja bekannt genug vom Funk und Fernsehen. Aber ja, wenn das irgendwie schon mal zur Sprache kommt und die Menschen einen nicht sofort erkennen, sage ich jetzt einfach mal, hat man unterschiedliche Reaktionen, muss ich sagen. Also man hat die Reaktion so, wow, cool. Aber es gibt dann auch mal so die Reaktion so, hä, Fußball? Also du spielst Fußball? So, also es ist ja sehr unterschiedlich. Aber man merkt schon, dass der Frauenfußball schon immer mehr an Anerkennung und Akzeptanz bekommt und dass wir auch schon mehr wahrgenommen werden. Definitiv, was Gott sei Dank auch der Fall ist. Aber natürlich hast du noch hin und wieder mal ja auch die Reaktion, dass ja, man gefühlt den Frauenfußball nicht möchte, was eigentlich völliger Mumpitz ist, weil wir sind genauso berechtigt, einen Sport zu treiben wie alle anderen auch. Und schön wäre es natürlich, wenn man einfach in Zukunft auch nur vom Fußball spricht und da nicht immer wieder die Vergleiche setzt. Das macht einfach auch keinen Sinn. Du hast es vor ein paar Mal schon gesagt, wir spielen gegen Frauen und wir spielen nicht gegen Männer und da macht es keinen Sinn, das zu vergleichen.